Nightingale ist am 20. Februar in den Early Access gestartet und damit für uns alle spielbar. Ich habe jetzt knapp 20 Stunden Nightingale gespielt. Ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut, ja. Wir haben all diese schönen Trailer gesehen und die Bilder. Und ja, und das hat mich angesprochen, was dort gezeigt wurde. Deswegen habe ich sofort das Spiel gekauft und runtergeladen und sofort gestartet. Nach ungefähr 8 Stunden setzte bei mir die erste Frustration ein und ich erkläre euch auch gleich, warum. Ich habe allerdings natürlich, weil ich auch das Spiel auf meinem Kanal präsentieren wollte, weitergespielt und bin so auf diese 20 Stunden gekommen, weil ich dachte, ich kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen nach 8 Stunden und aufhören, sondern ich muss dem Spiel eine Chance geben und habe es auch getan. Und meine ehrliche Meinung, es war langweilig. Es war langweilig und das wirkt frustrierend oder du bist frustriert und es ist langweilig, wie auch immer. Ich möchte spielen, was mir Spaß macht und ich möchte auch spielen, was euch Spaß macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Spaß am Spiel vermitteln kann, wenn es mir keinen Spaß macht. Nightingale ist ein Survival Game. All das, was gute Survival Games ausmacht, ist auch enthalten in Nightingale. Also das Crafting, das Fighten, das Kämpfen, das Looten, das Bauen, das Erkunden, das Abenteuer. Gucken wir uns die einzelnen Punkte mal an. Crafting. Crafting hat sich als unglaublich mühsam herausgestellt, bis man mal so die ersten Dinge hergestellt hat. Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, was du im Tutorial mit der Hand craftest. Das war ja noch okay. Nein, was du dann später alles bauen musstest, um irgendetwas Simples überhaupt craften zu können. Unglaublich viele verschiedene Werkbänke. Teilweise musst du dann verschiedenste Craftings aneinanderreihen, um ein einzelnes Ergebnis zu erhalten. Du musst extrem viel Material dafür sammeln. Du bist eigentlich die ganze Zeit zum Beispiel nur dabei, diese Gräser zu ernten, damit du die Essenz craften kannst, von der du ganz viel brauchst, um dann damit Dinge zu craften, zu kaufen, deine Sachen zu reparieren und so weiter. Ich meine, Gras ernten ist eine feine Sache, aber stundenlanges Gras ernten, um zu craften, oder ähnliches, ist sehr mühsam irgendwann. Der Kampf ist stupide. Gib mir einen Vorschlaghammer und lass mich irgendwo draufhauen. Im Prinzip ist das, was den Kampf momentan ausmacht. Es gibt keine vernünftige Animation des Kampfes. Die Gegner springen irgendwie wild um dich herum. Dadurch, dass das Ganze auch online ja gespielt wird, hast du teilweise Verzögerung. Das heißt, du haust auf einen Gegner ein, der eigentlich schon tot ist. Du siehst es nur noch nicht. Die Welt erkunden, ja. Das musst du sehr viel sogar, diese kleinen Welten erkunden. Das ist relativ mühsam, weil ja diese Welten jeweils immer generiert wurden. Du musst weite Wege gehen, um zu den einzelnen Punkten zu gelangen. Im Grunde genommen musst du dabei über Stock und Stein klettern, weil es natürlich keine Wege gibt. Da liegen irgendwelche Felsen im Weg oder Wasser ist im Weg. Es gibt aber eigentlich keinen vernünftigen Weg, darüber zu kommen. Also Abenteuer ist begrenzt. Das Bauen im System habe ich persönlich als sehr mühsam empfunden. Diese Schemata aufzustellen und dann da Material reinzustecken, funktioniert in einigen anderen Games ganz gut. Ich fand, hier hat es nicht gut funktioniert. Also wie lange hat es gedauert, bis meine erste Mini-Base stand? Das hat gefühlt ewig gedauert. Wir kennen es, ein Bauwerk kann auch kaputt gehen, wenn ein Baum drauf fällt, aber das ist etwas, was hier relativ schnell und häufig passieren kann. Das macht es mühsam und ein einzelner kleiner Baum macht dann gleich die Wand und das Dach kaputt. Das fand ich ein bisschen unverhältnismäßig. Die Gebäude, die dann entstehen, sind sehr schlicht gehalten. Ich mag es eigentlich gerne schlicht, aber das ist dann doch sehr simpel und farblos und wirklich, wirklich nicht schön designt. Okay, das ist eine Geschmacksfrage und wahrscheinlich kommt im Endgame dann auch schönere Bauten noch hinzu. Soweit werde ich aber so schnell nicht kommen. Das Abenteuer. Das Abenteuer ist sehr, sehr, sehr redundant. Es wiederholt sich ständig.
Du triffst immer die gleichen Gegner. Im Grunde genommen kann man es auf 2-3 Event-Orte letztlich reduzieren. Also entweder hast du die Gegner, die dann aktiv dich angreifen, so wie hier jetzt im Bild zu sehen. Aber das sind halt auch immer die gleichen Gegner. Es ist immer das gleiche Vorgehen. Du weißt schon, aha, da kommen 3x4 oder 3x3 raus. Und wenn ich das erledigt habe, dann war's das. Und es gibt ganz viele von diesen Punkten. Du musst aber all diese Punkte anlaufen, wo diese Gegner spawnen, weil du dir sehr mühsam dann einzelne Elemente und Schematiken zum Craften und so zusammensuchen musst. Dann gibt es die Orte, wo du Rätsel oder Puzzle lösen musst. Oder so ein bisschen Jump and Run ist teilweise auch dabei. Also du musst sehr viel rumkraxeln. Nur das Problem ist, das Puzzle hast du einmal gemacht, dann weißt du, wie es funktioniert oder das Rätsel. Und beim nächsten Mal machst du das gleiche wieder. Und spätestens beim dritten oder vierten Mal setzt die Frustration ein. Quality of Life. Es fehlen mir simple Mechaniken, die das Leben in so einem Game einfach etwas einfacher machen. Da gibt es sicher sehr viele Beispiele. Ich nenne jetzt mal als eins, du musst praktisch jedes Element einzeln anfassen, um es irgendwo hinzuschieben. Das Ganze wird nicht unbedingt erleichtert dadurch, dass viele Dinge noch Platzhalterbilder haben. Ein gutes Beispiel sind Karotten und Draht. Die haben einfach den gleichen Platzhalter und du weißt nicht genau, ist das jetzt eine Karotte oder ist es ein Stück Draht, das du da in der Kiste liegen hast. Also zumindest nicht auf den ersten Blick. Das Interface ist sehr aufgebläht. Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche. Es gibt Erklärungen und sogar mehrere Seiten mit Erklärungen. Einmal zu den einzelnen Elementen, also zu den einzelnen Teilen, die du dort hast. Du brauchst das auch, du musst immer wieder nachlesen. Und das ist das Eigenartige, was es eben auch wieder mühsam macht, dass du ständig tatsächlich dein Almanach da wälzt, um zu gucken, okay, wie muss ich jetzt vorgehen, was muss ich jetzt als nächstes tun? Oder wo stelle ich da her? Wie stelle ich Dinge her? Es ist sehr vieles nicht selbsterklärend. Und ich bin jemand, der hat wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Stunden in Survival Games verbracht. Also an und für sich würde ich sagen, ich brauche so einen Almanach nicht in der Häufigkeit. Ja, man muss halt sehr viel nachlesen. Und apropos Lesen, es gibt auch eine Geschichte in Nightingale, nur du müsstest halbe Romane lesen, um auch diese Geschichte mitzubekommen. Ja, wenn ich einen Roman lesen will, dann nehme ich ein Buch in die Hand und spiele kein Survival Game. Also das könnte man schöner gestalten, womit wir zu den NPCs kommen. Die NPCs sind im Prinzip, ich sag jetzt mal, roboterhaft. Die Händler stehen dort und sind wie Statuen. Die klickst du an und dann ja, kannst du halt mit der Essenz, die du dir mühsam zusammengefarmt hast, Schematiken bei ihnen kaufen oder auch andere Teile, die du eventuell brauchst für deine Base. Aber sie reden nicht, sie bewegen sich nicht. Dein NPC, der dir folgt im Game, beamt sich ständig von einem Ort an den anderen. Also nicht so wirklich, dass er mal hinter dir wirklich längere Zeit hergeht. Du denkst immer, oh, hab ich sie jetzt verloren? Und dann macht's plopp und sie hat sich an deine Seite gebeamt. Was teilweise auch verständlich ist, dadurch, dass es eben keine vernünftigen Wege gibt in diesen Welten und du ständig irgendwo rumklettern musst. So richtig gibt es nichts, was Nightingale von anderen Survival Games wirklich hervorhebt. Die Idee dieses Games ist eine wirklich gute Idee. Aber in der aktuellen Realität im Game fühlt sich alles unglaublich mühsam an. Alles, was in anderen Games Spaß macht, sind hier einzelne Elemente, die nicht einen gemeinsamen Fluss haben. Es fehlt irgendwie, fehlt so ein bisschen der Zusammenhang. Um ein Beispiel zu nennen, du kommst in deiner ersten Welt an, also in deiner Heimatwelt, und bist erstmal stundenlang damit beschäftigt, nur zu bauen und Dinge zusammenzusuchen, um überhaupt ins Spiel zu kommen, um überhaupt die ersten Werkbänke zu haben. Und dieser große Block von ich richte mich in meiner Welt ein, wird praktisch nicht unterbrochen von irgendwelchen
kleinen Abenteuern oder so, die du bestehen kannst. Weil du kommst einfach nicht wirklich weiter, wenn du nicht alles zusammengesucht und aufgebaut hast. Du rennst ständig gegen eine Sperre und musst mühsam und in kleinen Schritten wieder irgendwelche anderen Elemente freischalten oder zusammensuchen, um letztlich im Spiel weiterzukommen. Ich habe ja weitergespielt und habe natürlich auch schon die ersten anderen Welten erkundet. Habe dann festgestellt, dass ich, um im Spiel weiterzukommen, lauter einzelne dieser Mini-Dungeon oder Events, die es dort gibt, bewältigen muss, nur um dann am Ende festzustellen, dass ich mich durch das Dungeon durchgekämpft habe, um dann eine Schematik für einen Kronleuchter zu bekommen. Ich habe schon einen Kronleuchter, den ich eh nicht an die Deckenwand hängen kann, weil das nicht funktioniert. Jetzt habe ich zwei davon. Wie gesagt, die Dungeons sind oder diese Events, man kann es noch nicht mal Dungeon nennen in der Regel, sind im Grunde genommen immer die gleichen. Da verliert man einfach irgendwann die Lust am Spiel. Das Ganze ist rein online, das heißt, auch als Singleplayer spielst du eben online. Das ist jetzt für mich persönlich etwas, was in Ordnung ist. Ich habe ein recht gutes System und ich habe auch einen relativ guten Zugang offensichtlich hier vom Standort her. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man eben immer online spielt und dass Singleplayer in so einem Game nicht zwingend permanent online sein müssen, haben andere Games schon bewiesen. Ist Nightingale zu früh in den Early Access gegangen? Ich meine ja. Da war sicherlich ein großer Druck, weil sie sehr lange schon entwickelt haben. Sie haben sehr viel im Vorfeld Werbung gemacht, haben diese Closed Betas und was weiß ich nicht alles gemacht, haben Gamer für sich gewinnen können, die das Spiel auch promotet haben, wieder und wieder. Und es war einfach der Druck da, in den Early Access zu gehen. Meiner Meinung nach war das zu früh. Das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, die ich hier wiedergebe. Wenn du glaubst, dass dieses Spiel dir gefällt, dann lass dich um Gottes Willen nicht davon abhalten, es zu spielen. Ich für mich möchte abwarten, was die Zukunft in Nightingale bringt und ob sie die Kurve kriegen jetzt in dieser Early Access Phase, wo sie wahrscheinlich sehr viel Feedback bekommen zum Game. Ich hoffe, dass dann in der Zukunft, vielleicht wenn es aus dem Early Access rauskommt, was ja teilweise sehr lange dauern kann, dass dann ein Spiel da ist, was wirklich Spaß macht zu spielen und was die Versprechen und Anforderungen, die sie an sich selber gestellt haben und das, was sie uns versprochen haben, dass sie das auch dann letztlich erfüllen können. Aber bis dahin werde ich abwarten, ich werde es beobachten und werde hoffen, dass es irgendwann ein wirklich schönes Spiel wird. Ich hoffe, dieser kleine Review hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch ein Like da oder einen Kommentar. Wie hast du Nightingale empfunden? Spielst du es? Willst du spielen? Oder willst du es sowieso nicht spielen? Sag mir deine Meinung, das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.